Nach dem Tod seiner Eltern gründete dieser Mann die Uhrenmarke Rolex. Das ist Hans Wilsdorf, der Gründer von Rolex. Gerade mal im Alter von 12 Jahren verlor er beide Elternteile und wuchs bei seinem Onkel in der Stadt Kulmbach auf. Der Franke lernte mit 13 Jahren einen jungen Schweizer auf dem Internat in Coburg kennen, der ihn für Uhren begeisterte. Mit gerade mal 19 Jahren ging er in die Schweiz und arbeitete als Fremdsprachenkorrespondent für eine Uhrenfirma. Kurz danach ging er nach London und arbeitete für einen weiteren Uhrenhersteller, bevor er sich dazu entschieden hatte, seine eigene Uhrenmarke zu gründen. 1908 wurde dann der Markenname Rolex offiziell registriert und 1926 brachte Rolex sogar die erste wasserdichte Uhr der Welt raus. Diese wurde dann 1927 von der Schwimmerin Mercedes Gleitze getragen, als sie in 10 Stunden durch den Ärmelkanal geschwommen war. Und 1931 entwickelte Rolex das weltweit erste Uhrwerk, welches ein Selbstaufziehen der Uhr völlig zwecklos machte. Heutzutage ist die Rolex ein absolutes Statussymbol und im Uhrenbereich